neu bei Pearl TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ein fantastisches neues Produkt und das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Das haben wir speziell für Sie jetzt und Sie können auch jetzt direkt bestellen. Einfach anrufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Hier handelt es sich um ein ganz neues Therapieprodukt und zwar um ein USB-Akku-Schmerzpflaster. Hier sehen wir es schon sehr schön eingeblendet. Das sieht ganz spannend aus. Es fühlt sich aber wunderbar an und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man unter Schmerzen leidet, dann ist das unglaublich erleichternd und hilfreich. Ja, richtig. Grundsätzlich muss man zunächst einmal definieren, was Schmerz eigentlich ist. Das aber zu tun, ist sicherlich ein abendfüllendes Thema. Mhm. Zumal natürlich der Schmerz, wenn man es etwas naiv formuliert, nichts anderes ist als ein Warnsignal deines Körpers, dass irgendetwas in deinem Bewegungsablauf, irgendetwas in der Haut oder auch im Inneren des Körpers nicht in Ordnung ist. Insofern sollte man Schmerzsignale, wenn man sie empfindet, grundsätzlich nicht einfach unter den Tisch kehren und sagen, da ist nichts, man sollte schon auf seinen Körper hören. Jetzt unterscheidet man natürlich zwischen akuter Schmerzlage, das heißt, wenn du dich geschnitten hast, gestoßen hast, hast dir was gebrochen zum Beispiel. Ja. Es gibt aber auch den chronischen Ansatz und während man bei einem akuten Schmerz ganz klar die Stelle deines Körpers klar ermitteln kann, ist es bei einem tatsächlich dauerhaften, chronischen Schmerz mitunter gar nicht so einfach, tatsächlich eine Ursache dafür zu finden. De facto ist der Schmerz aber da. Und da das Schmerzempfinden der Menschen unterschiedlich gepolt ist, muss man schauen, dass man eine Therapie findet, die dem Rechenschaft trägt. Und genau das hat man schon in den 70er Jahren für sich entdeckt. Wenn man so möchte, ist das hier eine wirklich sehr anerkannte Therapie zur eigentlichen Schmerzlinderung. Das ist eine elektromedizinische Reizstromtherapie im niederfrequenten Bereich. Denn Signale oder Schmerzsignale werden grundsätzlich über die Nervenbahnen in deinem Rückenmark an das Gehirn weitergegeben. Geleitet. Ja. Ja. Wenn du dich jetzt eben stößt oder wenn du dir etwas brichst oder du dich schneidest, dann ist das ganz klar, hört der Schmerz natürlich auch wieder auf, wenn die Verletzung abklingt. Wenn aber grundsätzlich ein chronischer Schmerz vorherrscht, ist es gar nicht so einfach, da überhaupt gegen vorzugehen. Viele nehmen dann eben Medikamente, lassen sich entsprechend dann behandeln und. Jetzt hat man aber tatsächlich diese Reizstromtherapie und das schon vor deutlich mehr als 30 Jahren zur eigentlichen Schmerzlinderung entdeckt. Denn grundsätzlich gehen diese Schmerz Linderungspflaster mit einer etwas niederfrequenten Reizstromtherapie an deine Muskeln heran. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich deine Muskeln zusammenziehen und wieder entspannen. Und dadurch werden quasi körpereigene Botenstoffe, zum Beispiel, die ganz einfach das Schmerzempfinden im Gehirn tatsächlich auslösen. Hier alleine schon im weiteren Verlauf, also in der Wiedergabe über das Rückenmark, über die Wirbelsäule entsprechend schon gehemmt. Und das ist sehr, sehr interessant. Bei geringen Schmerzen beispielsweise reichen schon einige Minuten. Je nachdem, wie ausgeprägt das Schmerzempfinden eines Menschen ist, können das auch gerne mal Therapieformen von 20, 30 Minuten sein. Dadurch, dass das Schmerzempfinden der Menschen unterschiedlich ist, kann man keine Generalantwort darauf geben. Du bereitest das jetzt gerade vor. Da kann man das sogar schon am eigentlichen Körper sehen. Und da sieht man mal wieder, was tatsächlich alles in der modernen Medizin möglich ist. Und das vor allen Dingen ohne medikamentöse Behandlung, denn gerade Schmerzpatienten, die schon seit vielen Jahren mit chronischen Schmerzen gebeutelt werden, haben sicherlich schon viele Schmerztherapien, sicherlich auch Infusionen, Tabletten und alles Mögliche hinter sich. Auch das ist nicht unbedingt gut für den Körper, um es naiv zu formulieren. Gerade bei muskulären Schmerzen sind natürlich diese Pads hier hervorragend. Ich habe jetzt hier diese, Sie haben es gesehen, diese Gel-Pads aufgebracht. Mhm, die werden extra an dieser Folie vorher mitgeliefert. Die bringen Sie dann genauso, wie Sie es gerade bei mir gesehen haben, hier auf. Und dann kann man das einfach da aufsetzen, wo man die Schmerzen hat. Die meisten Schmerzen sind klassische Rückenschmerzen, richtig, die man kennt. Aber auch zum Beispiel bei vielen Frauen dann Magenkrämpfe, Regelschmerzen oder sowas. Auch da sind die ideal einsetzbar, diese kleinen Schmerzpflaster. Und die kleben Sie jetzt einfach auf die, ich mache das mal auf meinen Arm, damit wir das anschauen können, auf die entsprechende Stelle auf. Schauen Sie, das haftet sehr gut durch dieses tolle Gel, was man da hat. Ganz genau. Und jetzt musst du es nur noch einschalten. Und jetzt kannst du quasi, und das kann also wirklich nur jeder Mensch selber für sich entscheiden, die Frequenz, das heißt die
Intensität der eigentlichen Reizstromtherapie über Plus und Minus einstellen. Ist es ein eher etwas geringerer Schmerz, wird er als etwas geringer empfunden, reicht sicherlich eine kleine Einstellung. Je intensiver der Schmerz wird, übrigens auch bei Migräne, bei Kopfschmerzen im Allgemeinen, eine hervorragende Behandlungsmethode. Da gibt es seitenweise Berichte von vielen Patienten auch im Internet. Da kann man sich wirklich abendfüllend auch mal reinlesen in das Thema. Ist das eine wirklich fantastische Idee. Jetzt wollen wir es mal einschalten. Und ich denke, prickelt so schön. Ja, ja. So, pass auf. Achtung. So, Moment. Moment. So, jetzt ist er an. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr von der... Ja, ja. Das kribbelt im ersten Moment. Und ich gebe gerne zu, es ist mir auch etwas schwer gefallen, mich etwas dran zu gewöhnen. Das war eine Sache. Das ist der Kitzel. Also, ach, ist das witzig. Ja. Es kitzelt so schön. Aber Sie sehen, die Stelle reagiert dann sofort. Da wird sofort massiert, richtig, kann richtig, man schon sagen. Richtig, ganz genau. Ne? Ganz genau. Und da wird diese Reize werden ausgesendet, die dann halt die Muskeln dementsprechend dann auch diesen Schmerz lindern, den du vielleicht auch hast. Gerade, ich glaube, im Schulter-Nackenbereich, im Rückenbereich ist das ganz fantastisch. Gerade im Nackenbereich, gerade auch bei Schmerzen im unteren Rückenbereich, und das ist ja nun mal Volkskrankheit Nummer 1 bei uns in Deutschland, ist es ganz einfach so, dass man nicht wirklich ermitteln kann, wo der Schmerz eigentlich herkommt. Hast du jetzt einen Bandscheibenvorfall oder einen Scheuermann, ist die Ursache des Schmerzes klar ermittelbar, dann kann man sicherlich auch operativ oder eben auch mit konventionellen Behandlungsmethoden dagegen vorgehen. Ist der Schmerz aber nicht wirklich lokalisierbar, hilft einem häufig tatsächlich nur eine sogenannte TENS-Therapie. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, denn alleine das hier nennt man transkutane elektrische Nervenstimulation, und das verhindert quasi ganz einfach die Ausschüttung der Botenstoffe an dein Gehirn. Das heißt, das eigentliche Schmerzempfinden kommt bei weitem nicht mehr so intensiv bei dir im Kopf an. Jetzt benutzen wir hier natürlich quasi den Arm als Beispiel für eine Körperregion. Wenn du jetzt zum Beispiel den Schmerz eher im Rücken hast, dann muss man schauen, ob du den jetzt im oberen Rücken oder im unteren Rücken hast, und genau an dieser Stelle wird das Pflaster quasi aufgesetzt. Du kannst es immer und immer wieder verwenden, weil wir hier auch einen USB-Ladeanschluss mit dabei haben. Das Ganze funktioniert hier ganz einfach mittels Akku. Wenn das übrigens nicht mehr kleben sollte, nicht mehr von selbst haften sollte, empfiehlt es sich natürlich ganz einfach mal zwischendurch das Ganze unter lauwarmes Wasser zu halten, es wieder sauber zu machen. Und du kannst diese TENS-Therapie immer und immer wieder anwenden. Ich bin kein Arzt, aber ich würde empfehlen, das immer dann zu verwenden, wenn du akute Schmerzen hast. Wenn die Schmerzen quasi, ich will nicht sagen unerträglich werden, aber doch schon so, dass man wahrscheinlich dann doch eher zu einer Tablette greifen würde oder vielleicht auch mal zum Arzt gehen würde. Jetzt habe ich es mir auch mal hier draufgesetzt. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange Zeit mit einem Tennisarm zu kämpfen gehabt. Und jeder, der das schon mal gehabt hat, weiß, dass es ein sehr unangenehmer Schmerz sein kann. Ich lege jetzt meinen Arm ganz einfach mal vorne so ein Stück weit auf die Tischkante. Denn auch da sieht man schon die erste Reaktion meines Körpers auf die sogenannte TENS-Therapie. Moment, jetzt ist er an. So, und ich gehe jetzt mal bewusst etwas höher von der Intensität her. Wir haben eben ein bisschen scherzhaft gelacht, weil natürlich mein Körper darauf reagiert. Jetzt lässt mein kleiner Finger das quasi bleiben. Aber schauen Sie mal hier. Ich habe den Arm vollkommen entspannt, und trotzdem sehen wir, wie das Pflaster jetzt hier über so eine, leicht kribbelig fühlt sich das an, über diese eigentliche Reizstromtherapie quasi jetzt das Weitergehen der Schmerzinformationen an mein Gehirn schlicht und ergreifend verhindert. Das heißt, hätte ich jetzt einen Tennisarm, der sehr schmerzhaft, sehr unangenehm ist, würde in meinem Gehirn mit dem Einsatz der sogenannten TENS-Therapie nur noch ein Bruchteil des Schmerzes tatsächlich ankommen. Das bedeutet, ich bin um ein Vielfaches beschwerdefreier als vorher. Und ich glaube, das ist gerade bei chronischen Schmerzen eine unglaubliche Linderung, die mit nichts auf der Welt vergleichbar ist, erst recht nicht mit einer medikamentösen oder noch schlimmer mit einer operativen Behandlung. Und das Tolle ist an diesem Akutschmerzpflaster, was wir Ihnen hier anbieten dürfen für 21,76 Euro. Erstmal, Sie können es immer wieder verwenden, ja. Aber zum anderen, das ist auch klein und kompakt. Das kann man toll auch mal mitnehmen, gerade ja, für genau. Unterwegs. Also ich kenne das so, wenn man lange Autofahrten gemacht hat, auf dem Weg in den Urlaub vielleicht, im Urlaub selber, wenn man vielleicht irgendwie wandern war, ja. Sport gemacht hat und dann muskuläre Verspannung hat, da ist sowas Gold wert. Und schauen Sie, das kommt in dieser kleinen Packung zu Ihnen nach Hause. So schaut das aus, wenn das zu Ihnen kommt. Das können Sie einfach mit in die Tasche stecken, ins Reisegepäck mit rein, ja. Und Sie haben das immer mit dabei. Und das finde ich ganz richtig. Fantastisch, dass du einfach, wenn du merkst, oh, ich habe wieder Rücken oder es tut irgendwas weh, es zieht ein bisschen im Schulter-Nackenbereich, ja. Auflegen und entspannen.
Es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, speziell übrigens gerade im Rückenbereich, wenn Sie Verspannungen im Nacken haben, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem unteren Rücken haben, Rückenschmerzen natürlich, dann setzen Sie das Pflaster genau dort an. Natürlich wird eine umfangreiche deutschsprachige Bedienungsanleitung mitgeliefert. Falsch machen können Sie grundsätzlich gar nichts, im schlimmsten Fall passiert nichts. Aber das hier ist definitiv etwas sehr, sehr Fantastisches. Meine Frau leidet seit vielen Monaten unter chronischen Rückenschmerzen. Kein Arzt kann ihr bis jetzt sagen, wo das herkommt. Das werde ich ihr definitiv mitnehmen. Es ist eine Neuheit bei uns im Programm. Die Methode an sich schon seit über 30 Jahren bekannt. Ich werde darüber berichten, wie meine Frau damit zurechtkommt. Probieren Sie es einfach mal aus. Entsprechend hier mit der NX 3780 und